Engleichen tritt der edle Beispielgeber Erzherzog Johann für den Fortschritt ein. Birst auch den Widersachern Gall und Leber und hindert ihn die Eigensucht der Streber. Er ist bei seinem Werke nicht allein. Er hat Getreue, die ihm Beihilf leisten und ohne Werbesold zur Seite stehen. Und haben von unserer Miliz die meisten nur Spieß und Schläge in den Drescherfäusten. Wir werden stramm für ihn durchs Feuer gehen. Hätte er einen Todfeind? Nachher sagt's uns, welchen. Ist da ein Punkt, den seine Ehre nicht leid? Wir nehmen's auf mit Buckelchen und Schelchen. Der Herzog Johann braucht's nur Armbefehlchen. Und alle Steirer schwören ihm den Eid. Ich danke euch, Elpler, für die Ehrbezeigung, die so rechtschaffen ist, als wohl gemeint. Wie unterschiedlich sonst die Wege seind, wie reich des Denkens fruchtbare Verzweigung. Nun hat der Impuls wahrer Herzensneigung euch hier zu dieser Weihestund vereint.